So, ich mal das Kühlaggregat hier starten. Okidoki. So. Mal die starten. Läuft. Dann sollen sie mit der Beladung mal anfangen, hier die Jungs. Und mal die Papiere abholen. Oh, ihr seid auch schon da. Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen hier bei AC Gaming. Und zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Ja, die werden jetzt gleich hier anfangen, mich zu beladen. Und habe schon mal die Kühlung angemacht. Und ja, es müsste eigentlich gleich losgehen. Hoffe ich mal. Ich werde jetzt erstmal meine Papiere hier, meine Frachtpapiere, alles hier abholen. Und dann kann es auch schon losgehen. Aber ich glaube, die fangen schon an. Alles klar. Dann okidoki dann. Bis gleich dann. Bin gleich wieder da. So. Das hätten wir auch schon erledigt. Die sind jetzt durch. Gleich die Abfahrtskontrolle starten. Und ja. Alles Taco, ne? Soweit. Wenn ich zusätzlich dann hier wegkomme, haben wir gleich 6:30. Und ja, wird Zeit, ne? Wird Zeit. So. So, was haben wir alles? Können wir ja. Please proceed to the highlighted route. So, das hätten wir auch. Was testen wir? Licht. Fernlenk geht. Sensationell. Ja. Lenkung haben wir auch alles im Griff. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Guten Tag, da bin ich wieder. So. Ja, wie gesagt, also es geht nach Colville. Und ja, im Bundesstaat Washington jetzt wieder zurück. Und sind 252 Meilen, glaube ich, sind das. Und Frachtladung sind Tiefkühlfrüchte, 15 Tonnen davon. Und vergütet wird der ganze Quark, sag ich mal, mit knappen 1,7, also ganz, ja gut, $1.658, so, alles klar, brutto natürlich. So, jetzt werde ich ja, das werde ich jetzt die Abfahrtskontrolle machen, genau, mein Gott nochmal. So, okidoki, dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier vorankommen, ne? Sieht's denn mit den Verbindungen aus? Ja, alles soweit gut. Oder? Ja, alles Taco soweit. Hier, ja. Ja. Auch gut aus. Runtergehen hier. Oh.
Jo, das sieht schon mal hier. Oben ist auch soweit alles Taco. Dann können wir hier weitermachen. Das ist hinterher. Vergesse nicht, wahr? So. Da vorne huschen da hier ein bisschen. Ja. So weit, so gut. Dann kann ich dann ja so weit dann losdüsen. Habe ich was vergessen? Ich denke nicht, ne? So, mal alles durchchecken hier. Ja. Mal alles so weggelegt. Jo, haben wir. Nö. Dann kann es dann jetzt losgehen, ne? Würde ich mal sagen, auf nach Colville. Hoppi galoppi. Da kam nix. Dann können wir ja weitermachen hier im Text. So. Die Kurve hier ist auch sexy. Ganz sexy die Kurve hier. Und müssen wir übers Feld fahren da hinten im Trailer? Ja, lässt sich nicht vermeiden, nicht wahr? Was ist los? Ist halt so. So, sind ja. Kühlung läuft soweit, das ist schon mal gut, nicht dass sie mir ausfällt, nein, muss man gar nicht dran denken, ne? Ja, das war nur ein wirrer Gedanke. Ja, schön wieder, na, eine Nachtfahrt, ne? Sozusagen. Schon mal kurz vor 7. Naja. Also kurz vor 19 Uhr. Ja, ist halt so. Ja, so schnell fahre ich auch jetzt. Sorry. In 650 feet, turn right.
So. So Luft muss hier reinkommen, ey. Geht ja gar nicht. Ja, die letzte Tour, die war nicht schlecht, nicht wahr? Ja, die Palettchen und Altverpackungen und so weiter und so fort, immer ging das hier hin und her, ne? Ja gut, die erste Tour ging ja, aber die zweite dann mit den Altverpackungen war das, ne? Ja. Naja gut, erledigt. Katsching. Abgehakt und verdient. So. Wie es sein soll. Ah, Ampel of Red. Verkehr ist, hält sich auch in Grenzen, ne? Ist ja okay. Meinetwegen. Ah, es geht weiter. So. Diesel haben wir auch genug drin. Fast 400 Liter. Reicht für über 1200. Ne, 1200 nicht. Ne, ne. Aber 800, 900 Meilen oder was, ne? Irgendwie sowas. Es reicht auf jeden Fall. Da ist das A und O. Sehr schön. Es hatte kurzzeitig auch geregnet heute Nachmittag, aber es war ein kurzer Schauer. Aber gut für mich, also dass es jetzt trocken ist, natürlich. Ist ja, in 650 feet, turn left. So soll es ja auch sein. Ach, noch nicht. So weiter geradeaus hier, oder was? Ach, hier. Genau. Du biegst doch bestimmt ab, ne, Kollege? Nein, du nicht. Du auch nicht. Bist mir zu schnell dazu.
Ach du Scheiße. Fast. Navigation resume. Ja. Sicher hier. Ja. Eine Runde wegen. So. Weiter geht's. Da ich mich natürlich hier schön verfranst hier, ne? Mein Gott, ey. In 650 feet, turn left. So, ich sehe gar nichts hier. Aber überhaupt nichts. So, muss eigentlich so gut sein. Am Bordstein gleich dran. Naja, so. So ist gut. Kühlung läuft noch, wie es sich gehört. Ja, ich wollte ja hier, hatte ich immer als Wegpunkt gesetzt, habe ich schon wieder verpeilt. Ja, werde ich mir mal ein Käffchen holen und so und ja, dann weiter im Text, ne? Liegen ja eigentlich ganz gut in der Zeit. So, schauen wir mal, was es da so Schönes gibt. So, oh, Kaffee war okay. Oder ein Sandwich reingepfiffen. Ja, kann man nicht meckern. War Leckerchen. Hat Atze geschmeckt. So, sehr schön. Dann, jo. Ah, geht's halt weiter, ne? Na, ich muss ja ein bisschen, sehe ich hier nichts. Licht am Fahrrad machen, ja. Oh gut, das reicht auch. Alles klar. In 650 feet, turn left. Ja,
Auf Kurs ist er. Nichts anderes wollte er. Man kennt ihn. Was ist eine Mail? Nee. Ach. Das war die andere Mail, die ich gekriegt hatte. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht von Steve. So verschiedene E-Mail-Adressen. Muss ich mal näher schauen. Hatte zwar beide Adressen, aber naja, ist ja nicht so dramatisch jetzt, ne? So, mal hier wieder konzentrieren hier. Auf das Wesentliche. Aufs Fahren. So. Ein bisschen Licht am Fahrrad machen, nicht wahr? Wieder kämpfen mit seinem Tönnchen, seinem 15 Tonnen hier, hoppi galoppi hier. Aber kriegen wir schon hin. Aber ich bin nicht der Einzige, der mitkämpft. Die da vorne sind auch am Kraxeln. Soweit. Ja, die sind auch am Kämpfen. Ja, sagte ich ja gerade schon. Das sieht mich nicht so. Nicht so flüssig aus hier. Sie uns hier gegenseitig hoch war. Windschatten. Wir drei hier. Sie haben Post. Aha.
Ja, das wusste ich, dass ich mich jetzt. Das müsste eigentlich Steve sein. Also, ich gehe mal stark von aus, ne? Dass mir jetzt schon die nächste Tour, ja, für mich die nächste Tour schon geplant hat. Hoffe ich mal. Ich denke mal, dass das jetzt besser klappen wird, das Ganze. Also ein bisschen, ja, ein bisschen mit Vorlauf, ne? Ich bin da immer so ein bisschen, ja, also habe ich das Gefühl gehabt, bislang in Vergessenheit geraten. Ach ja, der Arzt ist auch noch da. Können wir auch noch mal eine Tour geben? Ah, stimmt ja. Ja. Mein Gott, geht aber hier schön hoch hier. Ah, dann geht's gleich wieder runter. Ja, es ist natürlich jetzt mit der Nachtfahrt jetzt nicht so sexy alles, ne? Dass wir jetzt hier nichts sehen können von der schönen Landschaft. Leider. Aber ist so, ne? Kann sich ändern. Dass gleich ein Bär auf der Fahrbahn Hallo sagt, wäre auch ein Highlight, ne? Du kommst hier nicht durch. Ja. Gib mir Honig, kommst du durch? Ja, ja, ich schon klar. Ach. Ah, sind die wieder, die beiden vor mir. Ach ja. Viertel vor drei, ey. Hol ich mir wieder die Nacht um die Ohren hier. Ja. 70 Meilen noch. In 650 feet, turn left. So. Jetzt nach rechts. Links-Rechts-Kombination hier. Du kannst warten. Und weiter geht's.
Die Ampel kommt da auch wieder. So. Wie nett. So. Ein bisschen haben wir noch, ne? Keep to the left and then turn left. Und die liebe Ampel. Boah, wir haben gleich halb vier, ey. Das fällt aber ein bisschen auf hier, echt. Muss ich schon sagen. Vorhin schon, na gut, habe ich es jetzt nicht getan. Schande über mein Haupt. Hoffentlich werde ich jetzt nicht angehalten. Von der Polizei verprügelt. Ja. Alles gut. Ne, so schlimm wird es ja nicht sein. Ja, vorhin gecheckt alles, gewogen. Ja. Alles soweit okay. Keep to the right. And then take the exit on the right. Ja, scheiße ist. Scheiße ist. Shit. Auf dem ganzen Umfang. Weiter geht's hier. Ja. Natürlich jetzt was für ein Abfall, ne? Ah, die Auffahrt ist da auch gesperrt. Oder? Nee, das ist was anderes. Aber warum sollte die Auffahrt da gesperrt sein? Ach nee.
Auch das noch, zu meinem Glück. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn mich jetzt zurückschickt, ne? Cool, wohlala. Cool, Will. Musst du noch mal gucken gerade. Ja. Dann suche ich mir meine eigene Abkürzung her, wenn sie mich hier, was ich wohin schickt. Um 6 sollte ich eigentlich da sein. Also, wird ich erwartet, sag ich mal so. Ja, können Sie sich schon mal einen Kaffee extra machen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Nur Stress. Ja, das schaue ich mal drüber. Scheiße, jetzt habe ich mich da auch noch verfranst. Oh Gott, im Himmel, echt. War auch hier eine Scheiße zusammen hier. Ja komm, dann weg mich hier, wenn er Sahn machen muss. Und dann ist gut im Karton hier. Komm hier. So. Und jetzt fängt das noch an zu regnen. In 650 feet, turn left. Boah, ich, also hier geht, also das ist eine Tour wieder, die liebe ich. Ist ja nur vollkommenes Durcheinander hier. Scheiße, echt. Stress jetzt am Start hier. Ja.
Wir sind zügig unterwegs, nicht wahr? Halleluja, bleibt dir die Spucke weg. So hier. Nie normal. Echt. Scheiße. Mano. Nee, 6.30 Uhr hatte ich den Termin, nicht 6 Uhr, aber... Oh. Gerade auf meine Unterlagen gesehen, aber naja. Five minutes to go. Jo. Läuft, Atze. Läuft wie ein Hamburger hier vom Brot. So ein Mist auch. Ich habe noch 30 Meilen vor mir. Wenn die Umlaute nicht gewesen wäre, hätte Fahrradkette. Dann hätte ich das gut geschafft. Wirklich. Hätte ich das ohne Probleme geschafft. Immer diese Umleitung. Echt. Ja, den Blinker kann ich doch jetzt endlich mal weg ausschalten hier. Ja. Ah, und dann die Ampeln, ey. Ah, das dauert ja wieder hier. Jetzt hat es Gott sei Dank aufgehört zu regnen, oder? Und kommen jetzt noch mal hier. Oh, es regnet noch? Regnet das noch?
tatsächlich. Boah, 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 boah. So, 5 Minuten drüber schon. Wieder eine Ampel. Oh, ist das sensational alles hier. Nun fahrt jetzt bitte. Na komm. Mein Gott. Also. Fahr doch, du kannst doch fahren, Junge. Ja, fährst du dann, genau dann, wenn die anderen kommen. Ihr habt auch Tinte gesoffen, ne? Oi. Jetzt, nach dem kannst du fahren. Fahr jetzt. Bleibst halt stehen. Ist mir jetzt auch egal. Mein Gott. Umleitung und andere kleine Katastrophen. Hindernisse, kann man dazu sagen. Ja, Umleitung, andere kleine Hindernisse. Jo. Das ist jetzt, das passt dazu. Mann, Mann, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Vierzehn Meilen noch. Jetzt bin ich da. Mein Gott.
wenn da mal der Wurm drin ist, dann ist das halt so. Ach ja. Umleitung. Nur hier Baustellen, Umleitung etc. pp. Komm jetzt hier. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen zu. Ich bin in Colville. Da wollte er hin. Und da ist er jetzt. Vornehmen, ne? Richtig. That's right here. You have arrived at your destination. Ja. Aber Halleluja. So. Dann werde ich mal schauen hier, wo ich mich anmelde und dann. Bin ich nur froh, dass ich jetzt angekommen bin. Mein Gott. Das war wieder was, wa? Aber wir haben einen ganz schönen Platz hier wieder erwischt. So. Und wir langsam rein. Sonst haben wir hier gleich wieder. So. Boah. Endlich. So. Dann sollen sie mal anfangen, mich leer zu machen, denn ich bin jetzt, ich für meine Person bin jetzt komplett leer. Ach so, ja. Ja. Das reicht mir für heute. Das reicht mir für heute, Leute. Freut sich, ne? Alles gut. Bis gleich. So, sind sie endlich fertig mit dem Entladen. Jetzt kann ich auch hier die Kühlung ausmachen. So. Hätten wir das auch erledigt. Soweit, ja, haben sie alles da liegen. Und so am. Oder so fertig, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle habe ich schon die nächste Tour. Oh. Ist jetzt ja, was soll ich sagen, nichts Weltbewegendes, den werde ich wieder ja, Leerpaletten geht nach Yakima, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, oder Yakima. Auf jeden Fall sind das 248 Meilen und ja, 18 Tonnen Leerpaletten wieder mal. Muss ich hier zur, glaube ich, nach Costco fahren, nebenan. Glaube ich, eine Meile von entfernt hier, also von dem hier. Und ja, macht denn da so viel aufheben? Da. Ein fettes Teil fährt hier vorbei, war. Ja, ach, er ist da zugange. Und jo. Machen wir das. 18 Tonnen. 1736 Dollar. Um ganz genau zu sein, gibt es dafür für die nächste Tour. Und ja. Ja, hätte vielleicht was anderes sein können. Aber gut, wenn er nur Leerpaletten wieder hatte, so auf die Schnelle, dann soll es so sein. Hauptsache, ich habe da eine Tour wieder.
Jo. Dann würde ich mal sagen, war es das mal wieder hier. Ja, wie immer. War eine, ja, da kann man nicht sagen, eine turbulente Fahrt, aber war so Umleitung und dies und das und ja, Verspätung auf jeden Fall. Ja, begeistert haben wir hier nicht geguckt. Aber dafür kam ich sofort dran. Das ist ja immerhin etwas, ne? Naja. Okay, passiert halt mal, ne? Ich kann es nicht ändern. Also man kann es jetzt nicht zuschreiben, dass ich jetzt da die paar Minuten jetzt mir einen Kaffee gezogen habe, beziehungsweise mir ein Sandwich geholt habe und jetzt da ein paar Minuten gestanden habe, ne? Nee, nee. Wenn die Umleitung nicht gewesen wäre, hätte, ne? Dann hätte ich jetzt, ja, da wäre ich schon längst hier gewesen. Jetzt haben wir 20 nach 9 und ja. Ich kann mich dann, muss und so erstmal Päusle machen, also losfahren ist noch nicht. Und ja, gut, ich kann jetzt hier zum nächsten fahren, ne? Zu ihm, ja, zu Costco, aber war doch, glaube ich, Costco, die Spedi, ne? Glaube ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich mal nachschauen. Auf jeden Fall, ja, muss ich ja meine Zeit einhalten. Gut, nicht so viel Text, sondern zum Wesentlichen. Ja, es war's dann mal wieder für heute. Sagte ich schon gerade, aber ist leider so. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit am Start. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert und teilt es. Es wäre natürlich sensationell. Wenn ihr irgendetwas habt, dann rein in die Kommentare, wie immer. Oder was heißt wie immer? Ich wäre froh, wenn jemand was reinschreiben würde. Schreibt ja schon jemand was rein, bin ich auch voll begeistert. Däumchen hoch. Und ja, von meiner Seite her, aber könnte mehr sein. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Euer Atze Gaming. Ciao.